Na dann, legen wir los. So ähnlich wie gestern. Eineinhalb Esslöffel. Weiter Salz. Dann richte ich wieder das Mehl her. Jetzt ist das Mehl da. Und eine Scheiferle da rein. Da sehen wir schon wieder, wie die Plätzchen da aufsteigen. Bitte schon arbeiten. So. Dann tue ich da mal die Kürbiskerne da rein. Und jetzt kommt das restliche Mehl. Wird mir der da zu weich. Das schaut gut aus. So von der Konsistenz her. Ja. Wer gerne mit Ton arbeitet, der wird das Gefühl gleich erinnern. Das waren jetzt vom Mahlen bis jetzt 25 Minuten. Und eigentlich war das schon der Großteil der Arbeit, weil jetzt. Jetzt habe ich da ein Geschirrtüchel feucht gemacht. Das decke ich zu. Und ich gebe das jetzt für eine Stunde ins Backrohr bei 30 Grad. Eine Stunde gehen lassen, 35 Minuten lasse ich das da heizen und das ist dann warm. Ja, dazwischen können wir was anderes machen. Ich tue jetzt da meine Backformen und ein bisschen von dem Fett da einlassen. Fertig sind sie. Ja, das schaut gut aus.
so feucht zugedeckt, lass es jetzt noch mal 40 Minuten gehen. Und nach 30 Minuten schon das Backen rein. So, dann tun wir vorheizen. Ober- und Unterhitze. 250 Grad. 10 Minuten lang. Das sollte reichen. Jetzt ist es soweit. Die ersten 20 Minuten sind vorbei. Jetzt ändern wir das auf 180 Grad für 30 Minuten. Ja, 30 Minuten. Und dann bleiben es noch 10 Minuten im Ofen. Okay. Ja, jetzt ist das da aus. Und jetzt lass es noch 10 Minuten da die ausgeschalteten Rohr. So schaut es aus. Fertig seid ihr. Jetzt wird es gleich heiß. Boah, nein, vergessen. Dann habe ich so einen Handschuh. Und die brauchen jetzt nur noch auskühlen, da denke ich mit dem Deckel zu. Und in 24 Stunden kann ich sie anschneiden. 24 Stunden, einen Tag halt. Einen Tag sollten sie jetzt noch holen.